Sieht schon ziemlich cool aus. Ist auf jeden Fall nicht sehr klein, die Höhle. Warte. Oh, warte. Du dahin, du darüber. So. Sonst funktioniert das hier nicht. Mal gucken, was es hier alles noch so gibt. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Schalter. Und ein Hebel. Na, wenn das nicht nach einem Lift aussieht. Da, Nai, oh. Wir beide mit demselben fahren? Jo. Da unten Trolle, jede Menge. Was aber nicht heißt, dass sie gut sind. Ich lasse einfach mal los. Da vorne geht's auch nicht weiter. Wie kommt der Bruder da jetzt hoch? Ah, ist das ein Lift oder was? Hey, komm. Ah, alles klar, ich verstehe. Das bleibt also nicht offen. Das ist schon ganz schön schwierig. Denn jetzt erzähl doch nicht. Ich kurbel doch schon. Hör auf, dich zu beschweren. Er ist nie zufrieden, weißt du? Okay, er kann hier gerade nichts machen. Ach so, er kann einfach rüberspringen, ich verstehe. Na gut. Aha, und jetzt? Ach, jetzt ist das geil, jetzt lässt er den Bruder darüber. Jetzt ein kleiner Bruder ab. Andersrum eher. Ich möchte hier auch nicht drauf gehen, ne? Also. Ich will nicht. So, Brüderchen, holen wir dich hier rüber und dann schauen wir mal weiter, dass wir aus dieser Trollhöhle rauskommen. Du darüber. Du darüber. So. So gedanklich beide zu steuern ist echt schwer. Also anders. Ich tue mich damit sehr schwer. So. So. Augenblick bitte. Ja, andere hätten es rausgeschnitten, aber hier nicht. Live on Action. Ein bisschen angeschlagen, deswegen.
kribbelte es gerade sehr in der Nase. Los, mit rüber. Und jetzt? Du spinnst doch wohl. Und du sowieso. Okay, da unten ist das Wasserrad, wo wir gerade dran rumgeklettert sind. Und einmal die Aussicht genießen. Wow. Bergtrolle. Dick am Malochen. Und dann? Ach da, da ist ein Ring. Nicht der eine, aber einer von denen. Okay. Ich hoffe, da unten geht jetzt nichts kaputt. Oh oh. Ich hoffe, wir haben da nichts kaputt gemacht, dass jetzt irgendwas sich da drin festhängt. Opa! Indiana Jones Style! Los, hier ist es keine Gondel. ich glaube, wir müssen uns beeilen. Beweg dich. Ich laufe einfach, ja? Oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Lauf, 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 lauf. Spring, spring! Hey! Oh! Eine treue Frau? Gefangen! Hat er den Schlüssel? Die kriegen wir. Alles klar, wahrscheinlich muss der Große den Hebel bedienen. Und der Kleine? Geht bestimmt da hinten das Gitter auf. Nein? Okay, der Hebel ist für das Gatter. Was ist das hier? Okay. Da passt er nicht durch. Aber kann er einfach so den Schlüssel mopsen? Oh, warte, 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 warte. Wir müssen hier dran lang schleichen. Okay, schleichen macht er schon von alleine. Oh wei, das sind menschliche Knochen. Schnapp ihn dir. Ganz leise. Gehen wir unten zurück. Weil wir es können. Psst, 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 psst. Leise. Alles okay. Mach keinen Kappes jetzt. Ich dachte gerade, die hat einen geheimen Schalter gedrückt. Ne, ja, die kraxelt einfach nur raus. Und sie ist verletzt. Vielleicht sollten wir hinterher. Hey, Maro! Shh, ja. Ich vermute mal, dass das so läuft.
Yum, yum, yum. Ah. Aha. Komm her, du dummer Troll. Komm her, du. Ich sperre ich jetzt hier ein. Na komm, hier bin ich. Ein bisschen hin und her geglitsche. Und schon ist Feierabend. Sie kam nochmal. Ach, sie hat die Kette geholt, damit wir raus können. Ich wollte eigentlich das Schloss daran machen, aber okay. Was? Was? Nein. Du so und du da hinterher. Selber schuld. Hättest du sie nicht gefangen gehalten. Oh, was ist mit ihr? Sie ist verletzt. Was ist hinterher? Okay, 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 okay. Wir müssen sie quasi rübersteuern. Vermutlich mit den Dingern. Warte, erst muss sie da runter. So. Jetzt kann sie da runter, ne? So, und jetzt benutzen wir das Ding als Brücke. Ich vermute mal nicht, dass sie da hätte rüberspringen können. Sonst wäre es ja auch zu einfach. Huch, was macht sie da vorne? Hey, so. Hast du das Tor aufgemacht? Lass uns gehen. Weg von diesen bösen Bergtrollen. Weil. Oh, deswegen hat er geweint. Sie haben seine Frau gefangen. Und er konnte sie nicht befreien. Oh. Hulk, böse. Okay. Was passiert da? Okay. Ich verstehe. Komm her, du Hulk. Hier drüben. Und ausweichen. Los. Ah, easy. Uns wurde ja quasi die Lösung schon parat gelegt. Nochmal schön verspotten. Taunten. Richtig so. Easy. Der Kleine ist ganz schön mutig. Hulk, böse. Hulk, nicht sehr schlau. Hulk, fallen in die Feuergrube. Oh wei. Das ist aber nicht sehr nett, was wir jetzt hier machen. Ich habe so das Gefühl, das nimmt kein gutes Ende. Oh Mann, ich will den gar nicht da runterschmeißen. Der macht doch nur seinen Job. Können wir nicht einfach gehen? Ach Mann. Er ist, das Spiel ist voll gemein. Er ist voll hilflos. Menno. Das hättest du eben auch schon machen können, als er da hing.
Auch wenn es der Böse war. Na gut, der hätte uns wahrscheinlich verpfiffen oder so. No. Ach ja. Muss auch Mitleid zeigen können. Alternative Wege einprogrammieren. Mord gut, High Five, Klatsch und tot. Hinfort. So.